Naturteam, haben über die Jahre unser Naturkühlervorfach, was wir selber herstellen, immer weiter verbessert. Und jetzt haben wir eigentlich die Variante erreicht, die wir also als ideal empfinden. Und wollten euch heute mal zeigen, wie es gebaut wird. Da habe ich hier mal die Komponenten aufgebaut. Was ich euch ans Herz legen kann, ist halt, dass ihr auf Qualität Wert legt. Ja? Vernünftige Vorfachschnüre, gute Haken. Wir haben hier jetzt mal 9-0er Gamakatsu-Haken. Das sind Markenhaken, schön scharf, robust. Ja? Die Werkzeuge, so eine Klemmhülsenzange, die ich gleich noch vorführen werde, kostet 15 Euro. Eine vernünftige Zange, um Schnüre und Stahlvorfächer gradfrei abzuschneiden. Kann auch nicht schaden, um sauber zu arbeiten. Eine Sprengringzange, um Knoten zusammenzuziehen zum Greifen, sollte dabei sein. Eine stabile Schere. Ja, ich habe hier schon mal einen Haken vorbereitet. Wir werden ein Naturködervorfach bauen mit zwei Anbissstellen und einem Endblei. Das wird jetzt hier eine Mundschnur, die habe ich schon mal vorgefertigt. Wir arbeiten hier von der Rolle. Das heißt, ich bin variabel, was die Schnur angeht. Wenn ich mal einen Fehler einbaue, dann kann ich ein kleines Stückchen abschneiden. So, nimmt man den Haken, führt die Schnur durch. Ja. Macht einmal eine Schlaufe. Muss man ein bisschen gut festhalten. Führt das hier rum. 2, 3, 4 Mal. Und führt die Schnur. Moment, gleich kommt es besser ins Bild. Führt die Schnur hier durch. So. Und dann zieht man das zusammen. Hält man hier ein bisschen mit der Zange fest. So, und dann rutscht der Knoten zusammen. So. Und so haben wir den Haken schön steif an die monophile Schnur angeknotet. Und der Knoten, der wird auch nicht wieder aufgehen. So, jetzt kommt die Zange zum Einsatz. Wird das Ende schön bündig und sauber abgekniffen. Dann nehme ich mein vorgefertigtes Vorfach, halte es daneben. Nehme mir die gleiche Entfernung, dass das alles symmetrisch ist nachher. So, habe ich meine Mundschnüre. Dann müssen wir sehen, wir haben Routen in der Regel 2,10 Meter lang. Wenn das Vorfach natürlich länger ist als die Route, kann man es nachher nicht vernünftig an Bord verstauen und nicht vernünftig einhaken. Und das Vorfach muss auch gar nicht so irre lang sein. Ich habe mir ein Maß angewöhnt. Wenn ich meine Arme einmal auseinander mache, so habe ich 1,70 Meter. Und das ist für mich so meine Vorfachlänge. Mit der 70, da habe ich dann noch ein bisschen Luft. So. Gut, wir fangen mal mit der Spitze an. Wir arbeiten mit Klemmhülsen. Das heißt, die 120 mm, 1,2 mm Schnur hier, die wir als tauglich erachten, weil sie doch den Fischzähnen auch guten Widerstand entgegensetzt. Denn Heilbuttlängen zum Beispiel, die haben scharfe Zähne, und wenn der Fisch ständig mit seinen Zähnen über die Schnur reibt, dann ist eine 0,80er Schnur auch schnell mal durch, und diese hier hält schon ein bisschen besser. Wir fangen oben an beim Vorfach. Das ist ein Stück Kunststoffschlauch. Den kann man praktischerweise einfach aus einem alten Elektrokabel rausschneiden. Ein bisschen feucht machen. Und dann wird die Schnur hier durchgeführt. Ist alles recht eng, aber soll ja auch passen. So, die Schnur guckt auf dem anderen Ende wieder raus. Dann habe ich hier die Klemmhülse, stecke das hier so durch, ziehe das zusammen. So, dann habe ich hier ein geschütztes Auge, wo ich nachher meinen Wirbel einhängen kann, und die Schnur wird geschont durch diesen stabilen Elektrokabelschlauch. So, dann nehme ich die Klemmhülsenzange. Mit dem richtigen Durchmesser und nehme die Klemmhülse hier zwischen die Backen und drück dosiert zu, nicht zu stramm. Wollen die Schnur ja auch nicht über Gebühr beschädigen. So, da die Klemmhülse relativ lang ist,
muss ich noch eine zweite Klemmung machen. So, Dosier zudrücken. Und dann habe ich hier eine Verpressung. Also die geht nicht wieder auf. Na? Gut. Jetzt geht's weiter. Und zwar brauche ich noch zwei Perlen pro Seitenarm. Dann nehmen wir hier diese sehr harten Qualitätsperlen, die auch lumineszierend sind. Das heißt, sie leuchten im Dunkeln, wenn man sie vorher bestrahlt. Das ist noch ein zusätzlichen Reiz beim Tiefseefischen ausmachen kann. Ja. Und zwar nehme ich eine Perle drauf. Dann kommt der Wirbel. Das sind Crosslock-Wirbel von guter Qualität, die nicht rosten und sehr stabil sind. Und die haben sich bewährt und auf die greifen wir halt immer wieder zurück. So, das hier so aufgefädelt. Und dann muss ich schauen, dass ich den Abstand harmonisch hinbekomme hier auf meinem Vorfach. Das heißt, meine Mundschnur, die soll nachher nicht länger sein als der obere Rand vom Vorfach. Das heißt, ich gehe hier ist der Abstand, noch ein Stückchen tiefer. Und mache hier einen 8-Knoten. So, das ist ein 8-Knoten. Ja, den ziehe ich jetzt hier zusammen, ruhig kräftig. Und hier wird jetzt die Perle abgestoppt. Na, der 8-Knoten ist ein bisschen stabiler, lässt sich aber nicht so gut auf der Schnur variieren. Und den oberen Knoten, da nehme ich einen ganz einfachen Knoten, den ich jetzt hier so vor die Perle ziehe, dass es möglichst eng zusammen ist. So. Ja. So, das gleiche passiert jetzt noch am unteren Ende. Das heißt, ich möchte nicht, dass meine Mundschnur nachher oder dass der Haken sich nachher im Blei verfängt. Das heißt, ich nehme wieder den Abstand. So. Und gehe ein Stückchen hoch. Ja. Jetzt kommt wieder Perle, Wirbel, Perle. Ja. Und wieder unter dem Haken auf der Stelle den 8-Knoten. So. Ja. Ziehe ich zusammen. Lass es runterrutschen. Und noch hier wieder meinen ganz einfachen Knoten. Ich wieder zusammenziehe. So. Dann habe ich jetzt mein Grundgerüst für mein Vorfach. Hier oben wird die Hauptschnur eingehängt. Erste, zweite Mundschnur. Der Wirbel ist hier frei beweglich. Und am unteren Ende nehme ich jetzt einen Wirbel von geringerer Qualität, der auch bei hartem Zug aufbiegen wird hier. Und da wird später das Blei eingehakt. Das heißt, wenn ich einen kapitalen Hänger habe, dann wird der Wirbel sich verabschieden und das Blei freigeben. Ja. Hier nehme ich jetzt ganz einfachen Knoten, der der einfach gebunden ist, der muss auch nicht viel tragen, weil hier unten hängt ja der Fisch nicht dran, der Fisch hängt oben dran. Bisschen Spucke. So. Ja, simpel, der hält auch. Das Ende wieder einkürzen. So. Haben wir das Grundmodell für das Vorfach fertig. Jetzt kommen wir zu den Mundschnüren. Da hat sich dieser Oktopus ja ganz gut bewährt. Ja, da kann man später noch vorne ein Knicklicht reinstecken.
um die Leuchtwirkung zu erhöhen unter Wasser. So, der wird jetzt hier aufgefädelt. Über den Haken geschoben. So. Was das mit dem roten Schlauch auf sich hat, den wir meistens aber in, auch in dieser Farbe wie den Oktopus verwenden. Ich habe ihn jetzt mal zur besseren Sichtbarkeit mal in Rot genommen. Da schneide ich jetzt wieder gleich lange Stücke mit der Schere. So. Schiebe ich ein Stück hier drüber. So, und jetzt mache ich ganz normal hier ein Auge mit einer Klemmhülse. Dosiert pressen. Zweite Pressung. Und da haben wir unsere Mundschnur. Das Ganze nochmal. Na, er will nicht. Teilweise sind die Oktopusse innen drinne ein bisschen zugegossen. Man reiche mir einen neuen, bitte. Ja. So. Noch ein Schlauch. Klemmhülse. Einmal, zweimal. So, jetzt, das ist das Gute an unserem Gunnauge-Vorrat. Das haben wir auch schon oft in der Praxis geprobt. Also dieses Vorwort hat Fische bis 56 Kilo gefangen und da ist noch nie was gebrochen oder gerissen. Kann man sich entscheiden, sag ich mal, wenn starke Drift ist und man möchte nur mit einem Seitenarm fischen, dann lässt man halt den oberen oder den unteren weg. Wenn viele Hänger sind, dann fische ich nur den oberen. Und wenn ich ganz normal mit zwei Anlissstellen fischen möchte, dann hänge ich beide ein. So, dann machen wir den Wirbel auf, hängen das Vorfach ein. Ja, und dass es hier sich nicht überschlägt oder ein bisschen harmonischer ist, kommt hier dieser Schlauch drüber. So. Ne? Der deckt das hier alles ein bisschen ab. Hätte ein Stückchen länger sein können, aber erfüllt seinen Zweck. So, was uns jetzt noch fehlt, ist das Endblei. Hier eingehängt. Und schon haben wir, denke ich mal, recht anschaulich erklärt, wie man diese sehr fängige Montage selber binden kann. Der Aufwand ist gering. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim selber bauen.